Yo, servus Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Und zwar heute kommen wir zu einem sehr spannenden Thema. Und später muss ich mein C63 zur Werkstatt fahren. Aber ich habe keine Kennzeichen. Ihr werdet sehen, was später passieren wird mit meinem C63 AMG. Wegen der Airbag-Leuchte und weil ich morgen noch zum TÜV muss. Deshalb würde ich erstmal sagen, ich nehme euch auf dem täglichen Vlog mal mit heute, um abzuchecken, wie und was genau passiert. Deshalb, Freunde, hört auf, Auge zu machen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Zersprengt den Like-Button für mehr Auto-Content. Deshalb, Freunde, wir nehmen euch auf jeden Fall jetzt mal mit. Wir fahren jetzt zum Burger King, holen uns was zu essen. Oh ja, mein Auge. Immer auf Dieb, ihr wisst Bescheid. Ich fahre jetzt zum Friseur, ich muss kurz meine Seiten frisch machen. Ich habe einen Tick, Digga, jede Woche, ich muss zum Friseur, weil wir einfach Montag haben. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich mein neues Auto bis zum 1.4. anmelden kann. Wegen TÜV und so, das neue Auto hat nämlich keinen TÜV. Alles bis gleich, Freunde. Was geht, Alter? Gestern Limmann, lange nicht gesehen. Was, Teyze? Allah ne verdiyse? Buyur teyzem, gazla. Allah ne verdiyse? Allah'a emanet. Beste doğal. Allah ne verdiyse? I love the way you dance. Sie braucht einen Gangster. Die Stadt wird immer voller Freunde. Ich weiß auch, wie ihr gesehen habt, vorhin beim Friseur. Jetzt sagt ihr, warum hat der Junge seinen Übergang so weit unten, obwohl er kurze Haare um hat. Ich schneide meine Haare nicht mehr kurziger. Es mit jeder Zentimeter, jeder Millimeter von meinen Haaren geschnitten wird, tut mir jetzt absolut im Herzen weh. Ich will nur noch lange Haare haben. Ich habe keinen Bock mehr auf diese kurzen Haare. Eine Frame. Deshalb ist auch mein Übergang und so schon gemacht für meine langen Haare später. Wir holen jetzt auf jeden Fall einen Haken ab, spielen jetzt noch ein, zwei Runden Basketball. Ich bin echt gespannt wegen meinem AMG später, wie das wird. Wallah, ich bin sehr aufgeregt, Freunde, sehr aufgeregt. Inshallah kann ich mein neues Auto dann bis zum 1. April anmelden. Bin sehr gespannt. Ich habe voll viele Pfandflaschen hinten auf der Rücksitzbank. Bro, jedes Mal, wenn ich links, rechts fahre, tuck, tuck, tuck. Bro, es regt mich so auf. Er kommt drauf. Abi, seni çok bayağı sevdiler. Abi vallahi sevdiler. Okudun mu yorumları? Yok, ne yazıyor? Freunde, ich bin wieder beim legendären Dönermann. Oh ya, ünlü yaptık mı Hakan'ı? Haben wir ihn Fame gemacht, Freunde? Weiß ich noch nicht. Doch, doch, yazıyorlar. Er ist sehr sympathisch, schreiben die in den Kommentaren. Güzel eure Augen. Ui, ui, ui. Dolmuş dolacağı kadar. Daha komşer söylesene valla. Ne söyleyeyim oğlum, ben palyaço muyum lan? Bro, es so witzig ya. Abi kolay gelsin. Sağ ol. Bugün neler yapıyoruz abi, anlat bak. Şu an nasılsınız efendim? Çok iyiyiz abi, sen nasılsın? Aileniz nasıl efendim? Her şey sağlığınız yerinde abi. Allah razı olsun. Ne isteyeceksin abi? Kaç para isteyeceksin? Söyle abi. Küfür istiyoruz abi. Küfür mü? Aynen abi. Ay bu, millet istiyor. Bana saymış o. Siktir git abi. Bir şey yok mu? Abi kibar küfür de var mesela. Küfür iyi olmaz kardeş. Küfür günahdır. 3 aylarda Ramazan ayına gireceğiz. Dün niye küfür ettin o zaman bize? Dün o Adi beni çekmiş. O yavşak var ya şu. Ich habe schon vorgedehnt für dich. Şey, yerleri sil diye. Senin götümüzü mötümüzü hepsini YouTube'a atmışsın. Bence çok güzeldi, yemin ederim sana. Olur mu oğlum? Arkadaşlar döner isteyen gelsin. Görüyor musun avrat, sen beni beğenmiyorsun, bak millet beni beğenmiyor. Ne diyorsunuz efendim? Bünyamin valla 10 numara insana. Bevor ich hierher gekommen bin, der hat mich von A bis Z beleidigt. Evet, Bünyamin'e abone olun çocuklar, gençler. Abone olun, abone olmayanı. Biliyorsunuz. Seviyoruz, çok güzel seviyoruz. Bünyamin'i beğenmeyen arkadaşlar, anladınız siz, çok seviyorum. Şuraya yazarız abi. Bu çocuğa da yardımcı olun, para kazansın. Almanca söyler misin bunları abi? Almancam valla, İngilizce söylesin. Abi İngilizce söyle, İngilizce söyle. How old are you, kaç yaşındaydın değil mi? Evet abi. Hayır abi, nasılsın? How are you? Fight set diyor. Bu amına kodum Almanca'yı kim çıkardı ya? Vallahi çok zor bir dil ya. Dönmüyor mu? Dönmüyor. I make the best. The best? Döner. Döner. Şimdi böyle yap. Aynen. Asırı benim be, yürü be. Dur. I am? Gay. Du gay Hakan. Du 100% gay. Arkadaşlar Bünyamin'e yardımcı olalım bak, hep beraber bak. Her gün buradan bedava döner yemekten bıktık. Parası yok, her gün ağlıyor bana. Abi bir döner, bir döner. Hadi. O zaman tamam, bedava döner yiyorsun, hadi bir yiyeyim ya bedava bir döner. Senin canın sağ olsun. Yok abi, abi yap gözünü seveyim, şimdi göreceğim. Hadi görelim abi. Yok yiyeceğim abi, saçma. Vallahi aç değilim. Ben balıkla ekmek yedim abi, balıkla ekmek yedim. 100% ya, çok iyi bir çocuk Bünyamin, gerçekten bak. Çok seviyorum. Vallahi götüme girsin. Abi poz versene abi.
Kemal Sunal bakışım olsun, Kadir İnanır bakışım olsun. Abi seni biz bir video çekelim ya. Tüm gün ben seninle takılayım burada. Gülelim beraber, olur mu? Ya şimdi ben Türkiye'den geldim arkadaşlar. Ben size ayak uyduramam. Siz genç, hızlısınız. Dinamiksiniz. Ben yetişemem size. Çöktüm. Mekanizma yavaş ilerliyor artık. Motor zayıfladı. akü yağ yakıyor. Sen benim verdiğim döneri niye ördeklere yedirdin? Diyorum ki abi çok et koy var ya, içinde bir iki parça et vardı. Oğlum yarısını ördeklere yedirmişsin. Sen bir aç karnını doyur amına koyayım, ördek toplu gelme. Geceniz güzel olsun. Oğlum bura hayır kurumu mu amına koyayım ya? Bir site gidin ya. Bıktım sizden vallahi ya. Was geht Jungs? Gerade einfach mit ein paar Zuschauern Basketball spielen. Wallah, ich kann nicht mehr, Digga. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Aber ich hab schon lange keinen Sport mehr gemacht. Basketball macht richtig Spaß, sag euch ehrlich. Es ist jetzt endlich soweit. Ich habe jetzt meine Kennzeichen wieder geholt und mit denen fahre ich jetzt einfach zum TÜV. Freunde, wenn ihr mich fragt, ich bin schon aufgeregt jetzt. Einfach so. War der laut? Ja, Mann. Das war schon wieder komplett, Alter. Alter, krass, Mann. Farmer, oder? Harte. Oh mein Gott, hab ich das vermisst. Ich hab's wirklich vermisst, Freunde. Ohne Ende, Digga. Glaub mir nicht, gell? Ich hab einfach auch keinen Akku mehr. Scheiße, Mann. Was passiert hier, Digga? Was geht ab, Digga? Ich bin so aufgeregt. Was passiert hier, Digga? Ich komm gar nicht drauf klar. Ich schwör's euch. Okay, wir sind auf jeden Fall gleich da beim TÜV. Und ich bin immer noch mega aufgeregt. Er wird jetzt versuchen, mein Airbag zu löschen. Morgen kommt dann der TÜV-Prüfer. Gibt es dem TÜV, wenn alles klappt. Gibt das Ganze dann am Mittwoch oder so online. Auf jeden Fall, ich bin so aufgeregt, Friends. Wir haben es geschafft, Freunde. Ich schwöre, alles, was mir hoch und heilig ist. Ich habe gesagt, wir haben es geschafft, habe die Kamera ausgemacht. Ich schwöre auf alles. Da war einfach Polizei, die sind mir entgegengefahren. Bro, wir haben noch gar nicht geredet. Wer ist uns entgegengefahren? Wallah, Polizei ist uns entgegengefahren. Hä, hat das Handy in der Hand? Hast du gefilmt, wie Polizei kommt? Er hat sogar auf Kamera, oh mein Gott, Alter. Ha, Baby, sind an ihr lately, Stunde muss ich bomben, er wird ich treten.